Irgendwann geht alles einmal zu Ende. Auch die Faschingszeit. Diese wird jedes Jahr am Faschingsdienstag gegen 18 Uhr würdevoll zu Grabe getragen. Dazu findet sich alles, was mit Fasching zu tun hat, zunächst am Kirchplatz ein. Dort befindet sich nämlich der Lausbubenbrunnen. Wenn man genauer hinsieht, bemerkt man, dass die Figuren in den Bruchsaler Farben bemalt sind. Diese Gesichter müssen zunächst abgeputzt werden. Hier ist man auch schon kräftig dabei. Wie man sieht, gibt es auch ganz besondere Stellen zu putzen. Scheint hier allen Beteiligten viel Spaß gemacht zu haben. Nach erfolgreichem Abputzen, so wird dieser Vorgang genannt, setzte sich der Narrenzug unter Begleitmusik von Schlappedengler und Transpiratio Richtung Rathaus in Bewegung. Dort angekommen, wird erstmal noch kräftig Musik gemacht. Bye.
Nun werden unter Trauermusik der Schlappedengler die Fahnen des Bruchsaler KBF und die Bruchsaler Narrenfahne eingeholt, die vor dem Rathaus flattern. Die Fahne des KBF. Die KBF-Fahne wird eingerollt. Die Bruchsaler Narrenfahne wird nicht eingerollt. Sie wird zunächst einmal zum Otto-Oppenheimer Platz transportiert. Was wird das mit der Fahne gemacht? Die tragen wir jetzt vor an der Hafen und dort wird sie zusammengerollt. Nun setzt sich der Narrenzug in Richtung Otto-Oppenheimer Platz in Bewegung. Und nun wird auch die Bruchsaler Narrenfahne eingerollt und bis zur nächsten Saison verstaut. Graf Kuno verabschiedet sich jetzt von der Brusler Fasnacht und verschwindet in der Versenkung. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich brauche mal wieder
etwas Ruhe. Doch wählt euch, ein Fasnachter schläft nie. Der macht nur mal kurz die Augen zu. Macht's gut, bewahrt mir euren Humor. Die Zeit mit euch war schön. Doch nun muss ich von dannen gehen. Tja, plötzlich war er weg. Ich habe von hinten nicht mitbekommen, wohin er verschwand. Einige werden ihn sicherlich schmerzlich vermissen. Nun folgt noch die Grabrede auf die Fasnacht. Vorbei sind nun die tollen Tage. Ist das recht so? Ja. Zu Ende geht die Närrischzeit. So manchen Rausch nach Haus getragen. Zu mancher Ehefrau große Leid. Wir haben uns heute hier getroffen mit großer Trauer im Gesicht. Halb nüchtern noch, doch halb besoffen, denn glauben können wir es nicht. Die Fasernacht wird zu Grab getragen, noch so frisch und voller Leben. Wir müssen weinen, müssen klagen, lasst uns noch schnell noch einen heben. Graf Kuno ist's, der sie vertritt. Wir stehen hier an seiner Gruft. Sein Knappe Baldrian muss mit. Alleine geht er nicht, der Schuft. Er war der Herrscher toller Tage, der Fröhlichkeit und Narretei. Doch auch die schönste Zeit im Jahre, die geht halt irgendwann vorbei. Bevor wir ihn herunterlassen und bitten ihn ein Jahr zur Ruhe. Den Brusler Dost musst du uns lassen. Drum höre ganz genau uns zu. Es war der Graf vom Kraichgauland, Graf Kuno war's der Held. Der hatte einen Höhlenbrand, doch leider wenig Geld. Im Rappen war sein Stammlokal, da saß er Tag und Nacht. Und hat so manches Zechtklang auf guten Rum gemacht. Ja, der Dosch, ja, der Dosch, ja, der alte Brusler Dosch. War die Leidenschaft des Grafen, alles andere war ihm Pasch. Ja, der Dosch, ja, der Dosch, ja, der alte Brusler Dosch. War die Leidenschaft des Grafen, alles andere war ihm Pasch. Da steht er jetzt, der Brusler Fasnacht. Ein Hühne von Gestalt und Geist, der gerne sofft, der gerne speist, der uns ein leuchtend Vorbild war und uns beschützt hat, immer da. Drum lasset uns beten. Incuitus applaudio, nimi närrisch, nimi froh. Die Fasernacht ist jetzt vorbei. Jetzt müssen alle traurig sein. Weil uns die fünfte Jahreszeit jedes Jahr viel Freude bereit und bis zum 11.11. leid ist noch eine viel zu lange Zeit, die wir mit Andacht und mit Büße mir schlecht und recht verbringer Müse. Drum tut Buße, streut Asch aufs Haupt. Ein jeder an die Bibel glaubt, dass dann, wenn die Not am größten ist, der Herrscher wieder bei uns ist. Wieder regiert die Brusler Stadt, weil's Anasch gar keinen Wert mehr hat. Er muss dem Loch wieder entsteigen und dann sich seinem Volke zeigen, dann machen wir wieder Fasernacht, das gerade so schimmert, gerade so kracht, dann sind vorbei die großen Schmerzen und wieder Sonn in unseren Herzen.
euch, werte Hinterbliebene, lieb Werthold reizende Bagage, muss traurig jetzt hier nun verkünden, die Fasernacht ist jetzt am Arsch. Nun fahre wohl und geh in Frieden, die Zeit mit dir war wunderschön. Auch wenn du heute bist geschieden, am 11.11. wirst du auferstehen. Dann kommst du wieder aus deinem Loch und wirst uns narrenstolz regieren. Es sind nur knapp 9 Monate noch. Doch die werden wir auch noch rumkriegen. Ein letztes Mal sei dir gedacht, mit Weg und Wurst und am Glas Wein. Es lebt die Brusler Fasernacht. Darauf ein dreifach Brusel. Ahoi! Brusel. Ahoi! Brusel. Ahoi!